Und dann ich kann mir auch vorstellen, dass GP oder so auch gepickt wird von Darshan. Bei Sebastian Champs könnte man halt schon aus schon sehen, dass sie ziemlich ausrasten, einfach das Game Snowball. Ja. Auf TSM-Seiten am ehesten Björks wahrscheinlich, wenn er so ein Assassin spielt wie Zed oder. Zed kannst du schon vergessen. Der Zed wurde können gebracht. Wir auf jeden Fall schon vergessen, denn wir sind schon in der Pick- und Bann-Phase drin vom ersten Spiel. Das Best of Five zwischen Counter-Logic Gaming und Team Solo Mid beginnt mit der Pick- und Bann-Phase. Wir sehen hier schon, die Midlane wird ganz stark angegangen von CLG, während man auf TSM-Seiten sagt, wir nehmen Soraka erstmal raus, aber auch Ryze. Azion Markai, das wird eventuell ein Echo-First-Pick, oder was denkst du? Das könnte gut sein, aus. Ja. Also ich glaube, wenn jetzt TSM keine Echo-Bahn wird, CLG Echo picken, First picken für Darshan. Es gibt immer noch den Gargas als Antwort, von daher ist es keine große. Man könnte auch eine Sivir oder so picken, wenn die offen ist, oder ein Lucian. Aber ich finde, ich finde aber Echo ist einfach stärker als Gargas, oder? Ich finde, das ist einfach. Echo also ist einfach Echo ist einer halt der stärksten Top-Lane. Echo ist halt gut in der Lane und sehr mobil, aber das Problem ist, Gargas countert ihn an der Lane, also gewinnt in der Lane und Gargas hat im Teamfight viel besser als Echo. Das heißt, ich würde sogar einen Gargas, wenn ich Echo sehe, dann würde ich lieber einen Gargas im Team haben und halt Lane gewinnen und dann auch Teamfights besser sein. Und jetzt ist eben auch Lucian open. Also, okay, da kommt der Echo First Pick, Instant Lock. Und ja. Lucian ist open. TSM wird, glaube ich, Lucian für Double Lift eventuell securen. Ja, sieht man jetzt schon. Und das ist auch der Bart bei New Vision. Ja. Unterwegs, das ist ein Apumu Signature Champ. Das heißt, sein Main Champ. Soraka hat auch einen Champ, den er gespielt hat in der Series, in der letzten. Lucian Nidalee wäre etwas, oder? Kalista ist das. Kalista finde ich jetzt komisch. Also, entweder CB oder Lucian. Oder du lässt jetzt alle AD Carries open und lässt CLG entscheiden, was du spielst sozusagen. Ja. Aber sie entscheiden sich für die Kalista. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass Double Lift sehr gerne Kalista spielt und sie eventuell dann auf Yellow Star ein Alistar, Braum oder Thresh geben werden und dann einfach auf die Dives spielen werden mit eben Kalista. Weißt du, dass Sexy auch ab und zu Kalista gespielt hat, aber ich glaube, dass es sein Main-Champ ist, deswegen sehr verwunderlich, dass man jetzt die Kalista so früh gerade bringt. Ja. Und dass Lucian eben durchkommt und dass keiner sich für Lucian gerade entscheidet irgendwie. Da wird eben die Kindred gelockt, aber Nidalee ist auch durchgekommen für Sven's Karen. Und da, das war schmerzhaft für Immortals als sehr Sven's Karen. Kindred und Poppy, das heißt wahrscheinlich, Poppy ist ein Flexpick und Echo ist jetzt auch ein Flexpick. Das heißt, Poppy könnte Support sein, Poppy könnte auch Top sein. Ja. Und Echo könnte und Mitte Echo sein. Echo könnte Mitte sein, Echo könnte Jungle sein, es könnte ein ADK kennen und sein CLG hat jetzt. Wir wissen nicht, wo wir sind! Jetzt, das ist jetzt sehr schwer darauf zu antworten, was jeden Fall. Du bist jetzt so. Man muss jetzt Champions picken, die gut gegen mehrere Champions sind und solche Champions musst du erstmal finden. Ja, das sieht man ja auch schon, den Gragas, den du prediktet hast. Und im Raum einer der stärksten Supports derzeit. Und Gragas gegen hoffentlich Echo für TSM, die glauben, dass es Echo wird, Toplane. Und ich bin gespannt, wo Poppy Support oder wird es Echo Mitte und Poppy Top? Man weiß es nicht. Ich denke Echo Mitte und Poppy Top. Vielleicht Poppy Jungle, Kindred AD Carry? Kindred AD Carry kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Kindred ist relativ okay gegen Kalista und Alain, das muss man sagen. Ja, das ist schwer. Aber durch die Nerfs. Das ist echt schwer zu sagen gerade. Also wir werden sehen, was CLG jetzt locken wird und dann wissen wir, was für Lanes gespielt werden. Da sieht man Caitlyn. Das heißt, das ist Lucian und Sivir open. Und keiner entscheidet sich für die beiden Champions. Die stärksten Champions mit Abstand. Man muss aber sagen, Sivir into Braum, Kalista ist ziemlich riskant. Und Lucian? Lucian wäre sogar eine gute Option gewesen. Ja, eigentlich. Eben. Also ich verstehe. Und Stixxer spielt ja auch einen guten Lucian. Aber das man geht halt hier so auf den Counter-Support. Morgana ist ein natürlicher Counter zu Braum auf der Lane, weil du halt diese Passive von Braum einfach mit dem Black Shield annullieren kannst. Und Caitlyn ist auch ein sehr dominanter Lane-ADK, das heißt, man sucht das Zeigen, man versucht halt so viel rauszuholen wie möglich. Und du hast eben auch schon gesagt, dass Aphramur auch viel Morgana spielt. Und das sieht man auch die Morgana. Und Morgana ist ja auch gut gegen Gragas mit der Ulti, dass man eben im Black Shield da noch blockiert. Und das wird Echo Mitte, Poppy Top. Also, bin gespannt, Echo Mitte zu sehen. Und da sieht man Corki für Bjergsen. Man wird halt einfach nur reingepusht und unter Torge Harris. Gepressured, also. Gepressured. Und ich denke auch, wenn Sven's Karen jetzt, Sven's Karen mit Yellowstar zusammen Mitte viele Pink Wards und viel Vision aufbaut, dass Bjergsen dann einfach den Turm in der Mitte schnell holen kann und dann rotieren kann und dann eben für TSM einen großen Leader spielen kann. Also, wenn ich würde sagen, so dass Echo in Midland ein sehr, sagen wir, riskanter Pick ist. Der Hauptdamage auf ihm ist seine Ulti und die Ulti ist echt extrem schwer zu treffen. Vor allen Dingen sowas wie Nidalee, Corki, Kalista und Gragas. Das sind vier Champions, die einen mobilen Skill haben. Dadurch ist diese Echo-Ulti fast unmöglich zu treffen. Also ich bin von der CLG-Pick-Phase irgendwie, Pick- und Ban-Phase, nicht so überzeugt. Ich glaube, dass TSM dieses Match holen wird.
Ja, und, ich denke auch. Und dann schauen wir mal, wie sich CLG dann anpasst. Aber es ist halt fragwürdig, wieso sie sich nicht für den Lucian entschieden haben. Der Echo Mid-Pick ist halt, kann sehr stark sein, aber kann auch extrem floppen, so wie eben Twisted Fate in EU, also von Perks. Und ich bin gespannt, was passiert wird. Also ich finde, wenn man Echo first pickt, dann sollte man ihn nicht Mitte schicken und sich selber handicappen, sozusagen. Ja. Jawohl. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hinein in das Spiel, denn das Best of Five zwischen CLG und TSM beginnt. Wer wird die NALCS heute mit nach Hause nehmen, die große Trophäe? Wir gehen rüber an unsere beiden NA-Caster, Mori und Johnny, die schon richtig Bock haben, dieses Best of Five für euch zu kommentieren. Ist das eigentlich eine Beleidigung? Nee, ne? Nein. Wir freuen uns natürlich sehr, auch euch dieses Spiel hier nahe bringen zu dürfen. Und deswegen verschwenden wir gar nicht groß Zeit, sondern gehen direkt rein. Diese wunderschöne Animation. Einmal über die Karte, einmal über die Kluft. Und denn da werden Träume gemacht, Titelträume. Wir sehen, die erste Falle steht sogar schon. Einfach nur für diesen Moment. Ist einfach super. Ich finde die Atmosphäre, sowas zu casten, wenn eine Arena dahinter ist und du die ganze Zeit die Fans hörst, ist einfach viel, viel cooler als dieses normale. Weißt du, was noch geiler ist? In der Arena zu sein. Wenn du The Main Casters und 3000 Leute hinterlesen. Ja, mach mir ruhig die Nase lang, ist okay. Nö. Ist in Ordnung. Wer weiß, vielleicht beim nächsten The Main. Hoffen wir's. Dann musst du keine Kabel mehr schleppen. Ja, das wäre auch was, ne? Also an dieser Stelle sehen wir TSM mit dem Versuch, Deep Ward zu setzen. Man möchte hier einen Lane-Swap provozieren, beziehungsweise selbst ausführen. Die Caitlyn-Lane ist sehr, sehr stark. Dazu Morgana auch noch ein Range-Support, was normalerweise eine Stärke ist. Gerade Morgana ist extrem stark gegen Braum. Wurde in der Zeit, wo Braum das erste Mal stark aufkam, in Ende Season 5, Anfang Season 6 als Counter-Pick immer wieder präferiert. Und ist auch hier natürlich immer noch sehr, sehr stark dagegen. So sieht es nämlich aus. Generell Caitlyn Morgana ist natürlich eine starke Lane. Und da sehen wir auch entsprechend, man geht davon aus, dass auch TSM hier Lane swappen wird und liegt damit mal gar nicht so verkehrt. Also das heißt, wir werden wohl die 2 gegen 2 Lanes auf der Top-Seite sehen werden. Das schon mal vorweg für euch. Afromo sichert dann nochmal den Jungle. Man hat hier auch schon früh eben diese Boards gestellt, du hast es halt eben angesprochen. Und jetzt macht man sich hier auf die Botlane auf. Also TSM verliert sehr viel Zeit dafür. Ja, aber das ist quasi das, wie man früher mal den Lane-Swap gespielt hat. Man stellt die Deep-Boards, dann siehst du irgendwann halt eben eine der beiden Positionen. Hier ist das Ganze sehr, sehr spät passiert, weil da schon halt eben unten auf die Lane gehen konnte und man oben halt lange gewartet hat, um selbst auf die Lane zu gehen. Dadurch verliert hier die TSM-Lane natürlich ein bisschen was. Und das ist unangenehm. Kindred hatte kein Smite. Das hätte durchaus ins Auge gehen können. Knappe Aktion. Aber Yellowstar geht da nicht ganz so offensiv rein, denn man hat hier nicht die Vision und von daher lässt das eben dann sein. Bobby war zwischenzeitlich kurz weggegangen. Hat man vielleicht auf dem Minimap kurz gesehen. Wir haben den Echo auf der Midlane und das kann durchaus gut funktionieren. Man sieht ihn ja momentan wirklich auf der Toplane, wo ich ihn persönlich auch momentan besser finde. Gerade mit eisgeborenen Handschuhe und Sonnenfeuer im Hang. Soll ja Leute geben, die wollen ja von A bis Z zu machen. Ich hatte mit den Gedanken gespielt, weil ich glaube, dass es wirklich auf viel zu vielen Champions geht. Sola hat da ja auch immer täglich seine Tränen in den Augen oder seinen Salz im Mund. Bei Echo und Champs wie Maokai natürlich besonders gut, weil die Base-Werte auch schon einiges mitbringen, weswegen man wirklich gänzlich auf Damage-Items verzichten kann. Das wird auf der Midlane so nicht sein, man sieht es schon, ja, 2 Dorans, also der wird auf die AP-Variante gehen, damit guten Schaden machen. Der fordert Echo, er kommt immer gut in die Backline rein, hat sich hier mit dem Teleport direkt entschieden, sofort wieder auf die Lane zu gehen. Ja, Teleport ist eine gute Variante gegen den Corki, der dich ansonsten sehr früh von dieser Lane poken möchte. Hat sich jetzt ein zweites Dorans geholt, das sollte ihm ein bisschen mehr Lane-Präsenz geben. Trotzdem sollte die Push-Pressure im Normalfall noch ein bisschen für Corki sein, einfach weil man mit den Auto-Attacks mehr machen kann. Ist allerdings eben genau diese Sache. Wenn Echo in der Lage ist, da immer sein Slow in die komplette Minion-Wave zu hauen, dann ist auch sein Push nicht zu unterschätzen. Warum ist Echo ein guter Pick in diesem Matchup? Weil sein Item-Bild hier quasi optimal funktionieren kann und alles andere als optimal Double Lift. Wow. Eieieiei. Highport reinschmeißen, mein Freund. Hier unten, das hat nicht optimal funktioniert. Man muss wenn jetzt hier jetzt auf eine jemand Wave in der Nähe gewesen wäre. Oh, das ist auch kein gutes Zurückbouncen. Also hier wurde nicht mit dem letzten Minion, mit dem letzten Tilted quasi das letzte Minion genommen. Auf der Topside sehen wir jetzt eine schönere Ausführung. CLG da etwas
ja, konsequenter sehen wir jetzt hier, die Wave wird also zu Darshan hinpushen, wenn wir unten diese Situation nicht wirklich haben, sondern Kragas befindet sich da in einem Slow-Push. Das möchtest du im Normalfall nicht. Das sind diese Feinheiten des Lane-Swaps, die jetzt allerdings, weil wir den reversed Lane-Swap sehen, also jetzt passiert genau dasselbe, man tauscht nochmal den Turret, nicht so ins Gewicht fallen, weil hier dieser kleine Slow-Push von Kragas sofort rausgepusht wird und da nicht gefreezed wird. Nichtsdestotrotz, man sieht so kleine Vorteile schon im Farm dadurch bei CLG, wirklich klein. Man sieht ja hier die Welle. Nichtsdestotrotz hat man hier dann auf Seiten von CLG, du hast es ausgeführt, etwas besser abtauschen können. Liegt aber auch eben daran, dass TSM einmal quer über die Karte laufen musste zu Beginn, weil sie eben nicht diese 2 gegen 2 Lynch spielen wollten, was verständlich ist gegen Caitlyn Morgana. Viel Reichweite, absoluter Nervfaktor. Wir sehen gerade die Masteries hier. Keine Überraschung, Thunderlord of Morgana immer noch extrem stark, weil du mit dem W sehr, sehr schnell dieses Brocken kannst. Braum wiederum hat sich hier für die sehr anstrengende Variante entschieden, also die, wo er nochmal ein bisschen extra machen darf. Also hier quasi den Schaden seines AD-Carries minimiert. Wir haben jetzt Braum auch öfter mit der Top-Lane-Mastery auf Kragas hier gesehen, also mit der Variante, wo er mehr Schaden macht. Ja, aber das war meistens gegen andere Melee-Supporter, wo du es auch hinbekommst. Das ist natürlich jetzt gegen Morgana nicht gegeben. Hätte man beispielsweise gegen einen Alistar auf der Lane gespielt, dann bin ich mir fast sicher, hätte Yellowstar sich auch für Grasp entschieden. Ist natürlich, er kriegt es halt nicht geprockt so auf der Lane. Und von daher ist Steine Verbindung sicherlich die bessere Wahl. CLG müsste jetzt hier einen Speed-Vorteil haben. Ja, wir sehen das hier unten auch. Das ist eben aus dem unglücklichen Zurückbouncen von den Jungs von TSM passiert. Jetzt haben sie ja diesen Töten ein bisschen früher. Im besten Fall könnte es ihnen gelingen, den Drake danach zu nehmen und zusätzlich dazu noch den Harry. Der wird allerdings jetzt von TSM schon genommen. Deswegen am Töten nochmal ein bisschen langsamer sind. Das gäbe jetzt in der Theorie die Möglichkeit für CLG vielleicht für ein Tier 2 zu drücken, aber das sehen wir ganz, ganz selten. Im Normalfall läuft das hier ganz standardmäßig ab. Sind auch schon abgerückt zum Drachen. Also das heißt, man tauscht hier Harry gegen Drache noch zusätzlich zu den Türmen. Da kann man natürlich jetzt verargumentieren, was stärker ist dann im Folgefall. Sollte man zu den Tier 2 Türmen pushen, dann bringt dir natürlich der Harry-Buff ein bisschen mehr. Über den Spielverlauf bringen dir die 6% vom Drachen mehr. Es ist immer so ein Für und Wider abwägen. In aller Regel ist es halt das Team, was zuletzt unten ist, bekommt den ersten Drachen. Und wir haben schon viele Spiele gesehen, die einfach am Drachen, um den Drachen oder auch mit dem fünften Drachen entschieden worden sind. Es ist einfach noch mal eine zusätzliche Winning-Condition fürs Late-Game. Und damit kann man nie früh genug anfangen. Das stimmt, Fult. Jetzt der Harry hilft natürlich allerdings auch, sonst gern hier weiter bei seinen Versuch, seinen Jungle-Lead ein bisschen auszubauen, beziehungsweise seinen überhaupt aufzubauen. Konnte hier gegen Kündet noch nicht allzu viel machen. Das ist auch ein Effekt des Lane-Swaps, dass die Jungler meistens in eine kurzfristige Double-Jungle-Situation gedrückt werden. Nidalees erster Clear ist sehr überragend schnell. Der wird dadurch natürlich nicht so stark ausgespielt werden, eben weil Kindred auch mit ihren Top-Laner unterwegs ist. Das heißt, hier unterscheidet sich das Ganze nicht allzu sehr. Um nochmal auf den Echo auf der Midlane zu kommen, er hat hier eine sehr gute Möglichkeit, früh auf den Höllenzepter zu gehen. Denn im Gegnerteam haben wir 3 AP-Schadensquellen mit Kragas, mit Nidalee, mit Corki, und das wird natürlich auch sein erstes Item werden. Das Beste, was du gegen Corki auf der Lane sowieso machen kannst. Also ein frühes Höllenzepter. Echo braucht es, ja, er will es, du hast es angesprochen, 3 AP-Champions und natürlich bei ihm auch nochmal der Sonderfall. Er ist halt auch Melee, macht aber AP-Schaden. Für ihn ist es natürlich dann dreifach gut. Ja, man könnte sogar, wenn man ganz wohlwollend ist, kann man auch sagen, jo, Afromo profitiert auch davon, aber dass der Supporter jetzt den größten Damage-Split machen wird, davon sollte zumindest die Itemwahl auf der Midlane nicht entscheidend sein. Nee, das ist eine sehr untergeordnete Rolle. Wir sehen fahrmäßig ein Lead für Caitlyn. Hier dadurch, dass der gute Double-Lift sehr, sehr spät auf die Lane kam. Das ist der eine Effekt und der andere ist ein bisschen in dem Lane-Support sich begründet. Das hier ist eine schöne Situation. Man hat die Phase, in der TSM den Blue-Buff geholt hat, ausgenutzt, um die Midlane reinzupushen. Man kann dadurch jetzt hier kurz ein bisschen Druck auf diesen Turret aufbauen. Hat jetzt sich den halben Turret sichern können. Das ist sehr angenehm und gibt dir natürlich die Möglichkeiten, in einem Teamfight, den du vielleicht mal besser als der Gegner gestaltest, dann diesen Turret vielleicht komplett zu nehmen. Ja. Wie siehst du das eigentlich mit Nidalee Kindred? Wer hat so die besseren Karten bei einem Lane-Swap? Ich meine, auf der einen Seite kann Kindred sagen, ich habe die Ruhe vor Nidalee. Auf der anderen Seite ist natürlich so verschlingern eine Sache, die dann gegebenenfalls ein bisschen später kommt, weil du die Türme mitdrücken musst. Ist angenehmer für Kindred, meines Erachtens. Das ist eine persönliche Einschätzung. Ich habe da nicht genug Matches in den direkten 1 gegen 1 gesehen. Kindred ist ein gutes Matchup in Nidalee rein, das definitiv. Allerdings hat Nidalee halt immer noch die Möglichkeiten durch den extrem
starken ersten Clear danach in den gegnerischen Jungle reinzugehen und dafür für Unruhe zu sorgen, das wird im Lane-Swap so ein bisschen abgeschwächt. Und das gibt dann hier Kindred ein bisschen mehr die Möglichkeiten, am Anfang Ruhe zu haben. Trotzdem sehen wir schon einen deutlichen Levelunterschied gerade. Man sieht auch hier, Sven Skeren, der macht halt Druck. Afromo muss natürlich zur Hilfe kommen, wenn das getroffen hätte. Wäre es natürlich sehr, sehr ungemütlich geworden für Sven Skeren. So Nidalee hält an sich natürlich nicht viel aus. Aber da merkt man schon, wo die Reise hingehen wird. Nämlich, dass die Nidalee versuchen wird, diese Kindred immer wieder zu setzen. Kalista Ultimate. Oh, jetzt! Dann der Knock-Up erschöpfen. Hui! First Platz! Da kann er nichts machen. Was sie zählt, auch die Ultimate hätte hier nicht mehr geholfen. Also wunderschön die Kalista Ultimate. Naja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob er da nicht noch Chancen hatte. Also er hat da relativ langsam reagiert. Sein Flash ist noch ab, sein Ultimate ist noch ab. Man kann es zumindest probieren. Man kann, ja, dann musst du diese initiale Kalista Ultimate flashen. Ja, das wäre hier eine Option gewesen. Er hat versucht, auf sein Schild zu warten, um dann zu gucken, was geht. Das Problem ist immer, wenn du in dem Schild quasi drin stehen bleibst, dann wirst du mit der Ultimate danach auch keine große Distanz mehr überbrücken können. Er stand auch vorher schon in der Minion Wave, das heißt, die Ultimate hätte hier nicht viel Distanz überbrücken können. Allerdings trotzdem, insgesamt eine sehr schöne Aktion von TSM, die ja ihre Initial-Ultimate von Kalista eben genau dazu nutzen, eben zu initiieren, und das hat sie hier mit dem First Blood belohnt. Ja, ich gebe dir natürlich recht, also wenn man da ein bisschen reaktionsschneller gewesen wäre, hätte die Situation vielleicht anders meistern können. Ist natürlich immer schwer, dann nachher einen Konjunktiv zu bilden. Aber wir haben die Möglichkeiten dazu und wir wollen natürlich immer... Wir haben den Konjunktiv. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was würden wir sonst nur hier machen? Danke, deutsche Sprache. Oh, das ist ja ein interessanter Corki-Skin. Den habe ich noch gar nicht so oft gesehen. Meistens, ich persönlich bin ein großer Fan vom Urfreiter. Aber auch nur, weil ich die Zeit ja mitbekommen habe, als der Champion immer wieder announced wurde, beziehungsweise dieser Hype da entstanden ist. Keine Ahnung, ich finde den Urfreiter inzwischen, das Ding macht halt bei jeder, ne, gerade Korea, das ist bei mir wie so bei dir Lulu. Ah ja, okay. Oder Lissandra, die auch bei jedem einzelnen Autotech anfängt zu stöhnen. Ja, das stimmt. Die koreanische Lissandra vor allem ist ganz, ganz schlimm. Ja, die hat da auf jeden Fall, ja, eine interessante Sprache. Also der Voice-Actor wurde wahrscheinlich nach Einspielung bezahlt und darauf bestanden, dass das möglichst oft eingespielt worden ist. Das ist eine Theorie, wie man sein Geld natürlich maximieren kann. Wir sehen gerade, dass wir uns gerne hier weiterhin seinen Jungle maximieren. Nämlich er sagt sich, jo, mir gehört die eine Seite und die andere ist hier anderthalb Level vorne. Also gerade im Moment natürlich zwei, aber man muss das halt immer so ein bisschen mit Abstrichen sehen. Er ist gerade erst Level 9 geworden. Smithy hat einen deutlich angenehmeren Weg noch. Echo jetzt mit dem Höllenzepter fertig. Das ist wichtig in dieser Phase. Ansonsten hier keine Überraschungen, außer vielleicht, dass die Sichel für Double Lift ausgeblieben ist. Ja, man merkt diese Jungle-Dominanz gerade hier enorm. Und TSM räubert da komplett, baut sich einen Golfvorsprung aus, hat alles unter Kontrolle. Und das ist jetzt natürlich so eine Sache. Smithy kann da nicht so viel machen im gegnerischen Jungle, aber zum Dive wird es da nicht kommen. Allein auch schon, weil Hui zu weit weg ist. Er kann halt den Backport abbrechen, aber dann trinkt sich Horns ein bisschen Mut an. Geht nochmal die zwei extra Meter zum Turm. Und mehr wird auch erstmal nicht passieren. Es wird im Gegenteil sogar gepinkt. Und Xivinti muss aufpassen, dass er da nicht selber nochmal abgeräumt wird. Afromo jetzt zur Hilfe. Na, wenn da so eine Bindung mal trifft, dann... Hier kann wird das sofort auch wieder deutlich, was CG quasi von der Spielaufteilung ein bisschen... Oh, den hat schön gesmited. Das könnte sogar noch spannend werden, wenn Echo jetzt von oben dazukommt und Nidalee die Situation ein bisschen falsch einschätzt. Aber kein Problem, eher in den letzten Splits sehr überragend. Was CG in diesem Split bis jetzt deutlich besser gemacht hatte als TSM, war das Duo von Supporter und Jungler. Das ist ganz entscheidend für Deep World Vision. Etwas, was CG ausgemacht hat in diesem Split, um immer wieder halt auch TP-Plays zu ermöglichen. Etwas, wo... Oh, diese Probleme... Jetzt hat man ihr Glück, dass die Trudaku nicht auf Yellowstar geht. Ja, sonst das wäre der Tod gewesen. Aber er hat nochmal einen Turmschuss abbekommen. Ja, sehr viel Schaden, aber eben nicht ausreichend Schaden. Hat bisher nur, in Anführungsstrichen, das Riesenschwert. Das reicht natürlich nicht hier aus, mitzubekommen. Und Hui geht in den Trade rein. Hornster muss flashen. Kommt aber weg. Also gerade auch der Einsatz der Ultimate sehr schön. Es ist schwierig, diese offensiv zu nutzen. Das war jetzt so eine der wenigen Möglichkeiten, wo es dann funktionieren kann. Aber auf der anderen Seite ist meistens sowas auch wieder sehr, sehr offensichtlich. Um meine Ausführung dann noch zu beenden, TSM hatte da immer große Probleme mit, weil Yellowstar eher an Double Lift gebunden war. In den Playoffs, muss ich sagen, war das deutlich besser. Wir erinnern uns zum Beispiel an diesen Catch von Yellowstar gegen den gegnerischen Jungler, wo Sven Skern dann den wunderbaren Flash über den Jenna Tornado gemacht hat. Also da ist halt gut funktioniert. In den Playoffs TSM generell deutlich verbessert, auch sowohl vom Makroplay als auch von der individuellen Performance her. Gerade im Jungle, finde ich, ist da eine Leistungsexplosion wirklich
bemerkbar gewesen. Und das kann er hier natürlich jetzt weiter unterstreichen. Mit Nidalee hat er auf jeden Fall wieder einen Carry-Champion zur Hand. Ja, gerade Nidalee als Carry-Champion. Ich meine, sie ist momentan Top-Tier-Jungler. Ja, der einzige Jungler, der für mich so ein bisschen auf gleicher Ebene ist, ist wirklich Graves. Aber ansonsten... Kindred hat aber das beste Matchup in die Nidalee rein. Also in der direkten Konfrontation. Ja, das stimmt. Ist das für eine Kindred am besten, weil sie halt einfach die Möglichkeit hat, da auch hinterher zu gehen. Die Mobilität von Nidalee ist einfach pervers und Kindred hat dann auch am besten Möglichkeiten. Problem ist natürlich, im Teamfight wird die Kindred wesentlich effizienter sein als die Nidalee. Vorausgesetzt, wenn Skeren hat, kein Aimbot an und trifft alle Speere oder so vorweg. Bin gespannt, für was für ein Itembild er geht. Ich habe ihn jetzt auf Kristallzepter das ein oder andere Mal gesehen. Ist ein Item, was wir jetzt schon öfter betrachten Stab dürfen. Der Zeitalter ist natürlich, wenn man früh an 4 Gold kommt, sehe ich jetzt momentan so noch nicht. Also man hat natürlich, kann man argumentieren, ja, mit dem Lane-Stop, mit dem Turmgold etc. Sowieso eine Spielphase, wo man dann nicht so viele Kills sieht. Man ist das aus Korea gewöhnt. Gewohnt. Dass dann verhältnismäßig killarm ist. Trotzdem TSM jetzt, ja, mit einem Power Spike, mit einer Schadensspitze auf Björks mit der Stärke 3 Einigkeit. Double Lift hat seinen Runans fertig und ein vampirisches Zepter dazu. Wenn wir auf der anderen Seite schauen, auch Stixey hat hier noch kein Item fertiggestellt. Insofern hätte TSM jetzt alle Möglichkeit, die ersten Trades einzugehen. Man hat gesehen, die Drachen haben sich gesichert und CLG ist sich auch dieser Situation bewusst, weswegen sie ihn auch komplett abgegeben haben. Ja, das ist eben genau die Sachlage, die wir hier gerade vorfinden. Dadurch, dass sich Kalista hier gegen die Sichel entschieden hat, haben wir da wahrscheinlich gerade trotz des Firstwerts von Kalista zumindest eine relativ ausgeglichene Gold-Situation. Trotzdem in dieser Phase jetzt mit Hurricane müsste er da stärker sein. Oh, schön. Trifft noch. Sprung geht trotzdem durch. Kann es aber eben auch nicht ausnutzen. Das ist immer wieder so eine Sache, ne? Als Thresh oder Morgana oder so, triffst Hook, triffst ein Binding. Aber nur weil du es halt triffst, heißt es nicht unbedingt, dass es gut ist oder dass man es nutzen kann. Du kannst halt die schönsten Aktionen bringen. Beim Blitzcrank ist natürlich noch krasser. Manchmal kann sowas auch kontraproduktiv greifen, wenn du dir den gegnerischen Alice daran holst. Ja, das sind aber auch Dinge, die im Competitive eher selten vorkommen sollten. Ist dir das schon mal passiert? Du als Blitzcrank? Ich habe zu viele Blitzcrank-Spiele gemacht, um sagen zu können, dass es noch nie passiert ist. Ja, es gibt natürlich auch die richtig guten Alistair-Spieler, die in den Hook flashen. Das ist sneaky. So wirklich Sneak-Aktion sehen wir hier noch nicht. Wir haben den Double-True-Trade gehabt. Wir haben eine Farm-Situation, die auf beiden Seiten angenehm ist. Jeder kommt dann seinen Farm. Mit Lane haben wir einen ziemlich deutlichen Vorteil mittlerweile für Corki. Das ist wohl der größte Unterschied, den es hier gibt. Caitlyn wiederum ist Kalista ein bisschen voraus. Allerdings ist dieser Goldunterschied der Farmunterschied seit ewigen Zeiten so. Also er wird nicht größer und das ist ja immer ganz entscheidend. Es ist sowieso interessant, da Hui auf den Sidelanes unterwegs ist. Er selber hat halt einen Teleport. War abzusehen, während man dafür Stixey auf der Midlane hat. Also man hat hier die 2-Mann-Lane auf der Midlane. Trotzdem würde man diesen Turm nicht verteidigen können. TSM holt sich jetzt auf den Midlane. Oh, was war das denn? Wow! Der war ja 1-2 tot. Jetzt gibt's aber den Teleport hinterher. Smitty mit dem Flash. Darshan nutzt die Bobby-Ulti. Und was hat denn da Aphromoo gesucht? Oder? Ja, es kann passieren, dass man in so einer Phase vergisst, dass man noch kein Stundenglas hat. Nee, also er geht da viel zu offensiv rein in dem Moment. Der Turret war nicht mehr zu verteidigen. Das ist ja genau der Plan von TSM. Und mit dieser Comp, mit dem Poke von Corki, von Nidalee und natürlich auch den Heal von Nidalee, kannst du unglaublich viel Druck auf Turrets ausüben. Du hast dann auch die Kragas Ultimate zum Disengagen. Und hier wird sehr früh klar, was TSM hier für einen Gameplan hat. Auf der anderen Seite, der Wave Clear kommt natürlich mit Caitlyn und Echo durchaus zum Tragen. Allerdings nicht, wenn du dann auf einmal ein Re-Engage probierst und das war wirklich gar nichts hier in dem Moment von Aphromoo, da musste sich die Kritik gefallen lassen. Ja, auf alle Fälle. Also da stand er komplett bescheiden, um das mal so zu formulieren. Er hatte seine Ulti halt gedrückt, hat gedacht, okay, ja, ich mache jetzt den Heal-Move. Ja, wir verteidigen jetzt den Turm, ich drücke meine Ulti, die werden alle am Turm festgehalten. Klang in der Vorstellung gut, aber in der Praxis war der Turm schon kaputt und er ist dann gleich hinterher gefallen. Ja, fast schon der Turm auf ihm drauf, wenn man so möchte. Und das sind halt so kleine Geschenke an den Rivalen an TSM, die man nicht unbedingt hergeben möchte. Ja, denn gerade TSM, ja, als Dauerrivalen, wir haben ja hier dieses amerikanische El Clasico. Das muss nicht unbedingt sein. Nidalee jetzt wirklich ist Richtung Kristallzepter unterwegs. Zurzeit das Item wird, was wir am meisten sehen. Öftesten ist irgendwie kein schönes deutsches Wort. So funktioniert das Ganze nicht. Auf Kaga sehen wir das
auch ziemlich normal, also kurz Richtung Geistessicht sich aufgemacht und dann die kleinen Teile von Sunfire geholt. Das wird sein nächstes Item. Jetzt versucht man hier wiederum den T1 Mitchell zu nehmen. Der hat schon viel Schaden bekommen, kann allerdings tatsächlich diese Wave hier nochmal verteidigt werden. Und da sieht man ein Problem an der Comp von CLG. Sie haben mit Kindred und dazu die Caitlyn und Morgana 3 Ranged. Allerdings ist der Midlaner keiner davon. Und das ist eine Situation, die relativ selten ist und die oft dazu führt, dass man in diesen Siege-Situationen, also in diesen Belagerungssituationen, mehr Probleme hat, diese Turrets einzureißen. Auf der anderen Seite kann man sich da überhaupt nicht beschweren. Da hat man zwar auch 3 Ranged, allerdings ist der Midlaner eben einer davon. Und der kann für gewöhnlich halt ein bisschen offensiver stehen, als es sein Support vermag. Das stimmt. Also eine offensive Morgana, das funktioniert in wenigsten Fällen, haben wir gerade eben noch erleben dürfen, tatsächlich. Ja, von dir angesprochen, natürlich Toplane. Man sieht es eben häufiger, dass man diese Magiekotte zwischenschieben muss, da man eigentlich nicht direkt zwei Armor-Items bauen kann, vor allem wenn so viel magischer Schaden im Spiel ist. Das heißt, da muss dann in den meisten Fällen die eisgeborenen Handschuhe ein bisschen später kommen, weil man doch dann eher lieber den Wave-Clear mitnimmt mit dem Sonnenfeuerumhang zunächst und das Leben. Ja, gerade das natürlich wichtig, weil was bringen dir Resistenzen, wenn du kein Leben bekommst? Und eisgebunden haben schon dann später in den Teamfights. Da schon in Gefahr. Er weiß allerdings natürlich, dass da seine Mates noch im Jungle sind. Da war die Distanz nicht allzu groß, kann er ganz auch noch die Ultimate, also alles halb so wild. Oben hat Echo jetzt die Wave gleich am Töten und Kragas ist immer noch weit weg. Das ist eine Situation, die Echo wahrscheinlich aber nicht allzu viel ausnutzen kann, weil er eben keine Vision auf Kragas hat. Pusht er trotzdem Töd und nimmt man dafür den Drake. Das ist ein Deal, der für CG in dieser Phase okay ist, weil der zweite halt nicht so entscheidend ist. Hui geht da aggressiv rein, aber kann er nicht allzu viel machen. Und X-Miffy muss wiederum aufpassen, dass er jetzt hier von TSM nicht bis ans Ende seiner Tage gejagt wird. Ist jetzt hier so ein bisschen eine 4 gegen 3 Situation, weil Poppy auf der Botlane ist. Das kann nicht gut gehen. Gegen so eine starke Siege-Comp muss Poppy dazukommen. Macht sie auch, ist über ein Ward gelaufen. TSM hier gerade mit einer guten Vision für diese Situation und kann sich deswegen jetzt hier wiederum auf die Toplane verlagern. Und da muss Echo jetzt wegtippen, meines Erachtens. Ah, nee, man chase ja, nicht. Doch, ja, doch, er tippet. Also früh hier den TP gezogen, kann ich verstehen. Keine Vision vorhanden im River. CEG verliert hier gerade das Vision-Duell relativ deutlich. Und das ist natürlich eine Ausgangssituation, von der dann relativ viel Snowboard. Ja, es ist nicht nur die Vision-Situation, sondern generell CEG momentan hinten an. Das ist halt zum einen der Goldvorteil ein Stück weit, ja, wenn man sich das mal anschaut. Sind es fast 3000 Gold. Auf der anderen Seite aber auch die Schadensspitzen, die TSM gerade hat. Also Doublelift jetzt noch seine Klingensgestützten Königsfertig gestellt, also zwei Items im Vergleich dann zu Stixey, der noch auf Klingenendlichkeit wartet. Wir haben den Corki halt mit Stärke 3 Einigkeit, gerade aber Hui zumindest auch noch Morellos fertig und wenn wir die Toplane anschauen, auch Haunzer mit zwei fertigen Items im Gegensatz zu Darshan, der bisher nicht viel an Farm gekommen ist, was eben auch daran liegt, dass Hui die Sidelanes belagert. Und dann, wie gesagt, von dir angesprochen, die Vision, das Poke-Potenzial. Ja, eine Caitlyn ist halt in dieser Mid-Game-Spielphase auch nicht so der Monster-AD-Carry. Das stimmt wohl. Die Items haben mir da ein bisschen gut getan. Das war früher noch schlimmer, hat sich ja jetzt hier Klinge der Unendlichkeit und Rapid Fire Cannon sichern können. Das sind zwei Items, mit der sie schon sehr, sehr gut unterwegs ist. Ja, also nochmal zusätzlich Reichweite, nochmal ein höherer Crit. Grundsätzlich natürlich, klar, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, wie du schon sagst. Aber trotzdem, gerade wenn es dann zum Fight kommt, hat die Kalista dann eher den Vorteil, auch was Objektkontrolle angeht. Womit wir da wieder beim Thema Drachen gewesen sind, den man hat abgeben müssen. Hier so schließt sich der Kreis. Genau, so schließt sich der Kreis. Das heißt, zwei Drachen auch für TSM, drei Türme. Die Frage ist, wie verfährt man jetzt weiter, nachdem die äußeren Türme alle gefallen sind? Bei CG ist es klar, sie müssen halt schauen, dass sie diese Sichtkontrolle wieder bekommen, dass sie die Sidelines rauspushen und nach Möglichkeit irgendwie vielleicht Druck auf den Midlane-Turm machen können. Aber das wird so ohne weiteres nicht passieren können, denn es gibt ja gerade keine Ablenkung auf der Karte groß, ja, wo man TSM hinlocken könnte. Es ist generell eine Situation hier, die vom Farm sehr interessant ist, weil obwohl Echo die ganze Zeit auf die Sidelane geht, schafft er es trotzdem nicht, sich einen Farmvorteil zu erarbeiten. Und das, obwohl Kragas normalerweise hier die höhere Mobilität quasi auf der Map hat, also er bewegt sich mehr, ist farmmäßig jetzt hier Corki gegenüber sogar 40 CS behind und währenddessen hat Kragas trotzdem 25 CS Lead vor Poppy. Und das ist hier der große Unterschied im Gold im Moment. Yellowstar. Kalista Ulti immerhin bekommen.
Ja, das war vollkommen unnötig. Wenn er vorher nicht sein Dash verschwendet, kommt er da auch über die Wall hinterher. Natürlich schönes Feld hier in diesem Moment von Hui, der da aufgepasst hat. Gab auch nicht so einen krassen Grund dazu, Panik zu bekommen. Wobei man sagen muss, dass CG eben mit rotiert. Aber grundsätzlich die Rotationen aktuell von CG einfach die besseren. Du hast es angesprochen, vom Farm her einfach. Lässt man einiges liegen, TSM erarbeitet sich da die Vorteile und ist auf allen Lanes eigentlich vorne, was den Farm angeht. Ausnahme vielleicht die AD Carry Position. Ja, und auch im Jungle hat es Xmitty geschafft. Vielleicht ist das auch ein Grund, Xmitty auch mit Farm auf den Lanes, wenn der Jungler da immer wieder eingreifen muss, viel mehr. Kommt ja meistens, wenn du die Lane verlassen musst. Der Tier 1 Midlane-Turret ist jetzt doch noch gefallen. Also es hat ein bisschen länger gedauert, als man sich das hier aus Sicht von CRG vorgestellt hat. Sie haben jetzt hier ein 2000 Gold Anti-Lead, diese Behind. Sie haben hier 2000 Gold aufzuholen. Gerade im Moment sind es sogar 2,5 ungefähr. Ist eine Situation, die nicht allzu schrecklich ist. Wir haben es eben gesehen, dass auch so ein 4000 Gold, die noch nicht allzu viel macht, gerade auch, weil man ja aus Sicht von CRG den ersten Drachen schon hat, ist jetzt auch die Gefahr des fünften Drakes nicht wirklich gegeben bis hierhin. Ja, wir haben ein killarmes Spiel auf hohem Niveau allerdings. Ja, beide Teams beschnuppern sich auch so ein bisschen. Ja, man will da nicht den Fehler machen und dann in Tilt geraten, was natürlich auch bei manchen Teams dann durchaus mal häufiger eintritt. Also TSM kann ich mir das im Zweifelsfall sogar auch vorstellen. Aber im Finale natürlich dann bitte nicht. Das ist vielleicht so der Konterpart zu den EU-Spielen gerade. Möglich ist, dass jetzt unten der Siege für den Tier 2 Turret allerdings gut beantwortet worden, damit das Caitlyn am Ort und Stelle ist. Man hat hier die Situation quasi so versucht zu lösen aus Sicht von CRG, dass man hier ein 1-3-1 aufbaut mit Poppy auf der Botlane und Ekko auf der Toplane. Die Problematik ist halt wirklich, dass diese drei Leute Probleme haben werden, diesen Siege von TSM zu stoppen. Man kann hier natürlich mit den Fallen auch sehr gut arbeiten, allerdings ist es halt durch den Double Poke von EDD und Corki und dazu halt dann eben der hier von EDD. Sehr einfach. Oh. Jetzt Ekko mit dem TP-Play. Poppy auch Double TP, das kennen wir da doch schon. Da geht's rein. Man geht drauf auf Double Lift, der flasht sofort. Aber Hui ist da, um dann Double Lift den Empfang zu nehmen. Den bekommt man raus. Sehr schön gelöst das Ganze. Und jetzt räumt CLG auf. Björksen hat die Valkyrie schon benutzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da knallt ihn an die Wand. Damit ist es dann da und auf das Schicksal besiegelt. Da räumen sie vier Mann aus dem Weg. Wunderschönes TP-Play, auch dieses gestaffelte, dieser Flash von Doublelift und dann ist da aber noch einer und man ist im Sandwich und damit sofort die Rotation Richtung Baron. TSM hat es in diesem Spiel bisschen sehr, sehr gut gemacht, die Vision von CLG zu denyen, selbst dieses Vision-Game zu gewinnen. Jetzt standen da allerdings mal zwei Pinkwards in beiden Midlane-Büschen und das ist eine Situation, die ist wie geschaffen für ein WTP-Team. Sie haben reagiert, Poppy aus der Base, Ekko wiederum von der Toplane runtergeholt und da sieht man, dass TSM der beste Disengage, wie eben vor mir besprochen, ist Kragas, aber Kragas war eben auf der Sidelane und dann fehlt es dir vorne, hinten, links und rechts an Disengage-Möglichkeiten. Ja, ganz, ganz stark gemacht von CG. Hier sehen wir es gleich nochmal, dieses gestaffelte TP-Play, Johnny. Ist ganz schöner. So, also Ekko kommt hier als zweites rein. Poppy ist quasi als erstes da, kann sofort Kalister massiv unter Druck setzen. Die wird CC, nutzt zwar die QSS, klasse. Allerdings ist das hier von CG einfach sehr, sehr gut. Kleines Misskommunikation dann hier, weil Hui dreht quasi hier ab und da flasht dann da schon rein. Aber ja, weiß einfach, nee, mein Team reicht, da haben wir genug Schaden. Afromu nochmal mit den Follow-Up-CC über den Snare. Und auf einmal ist CG sofort am Drücker und der Goldlead ist negiert worden. Wir sind jetzt hier gleich auf, aber das war natürlich mal ein Vorgeschmack darauf, was man hier von der Konferenz CLG erwarten kann. Ja, denn sie haben es auch sehr geduldig gemacht. Also bis auf diesen einen individuellen Fehler dann, oder diesen zwei individuellen Fehler von Hui und Afromo, wo man sich hat catchen lassen, haben sie natürlich geduldig gewartet, wussten, dass TSM ihre Schadensspitzen hat und hat auf die Chance gewartet, die sich da geboten hat und die hat man beim Schopfe gepackt und jetzt dann das Baron Powerplay positiv mit 2500 Gold und sogar eine leichte Goldführung dadurch jetzt und der Baron Buffer ja immer noch ganze anderthalb Minuten aktiv. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie es ausspielen. Der TP-Vorteil, den haben sie natürlich jetzt nicht durch dieses Play. Kleiner Wermutstropfen also an der Stelle, aber ich denke, das kann man überleben. Ja, das ist ja vollkommen okay, vor allem weil du mit dem Nash-Buff und dieser Druckphase quasi drei Viertel des Teleports komplett
aussitzt. Hier sehen wir nochmal die Damage im letzten Fight. Corki natürlich exzellent, aber auf der anderen Seite Onzer war nicht da. Das ist natürlich ein bisschen gemein hier, aber ja, der fehlt quasi. Und Kindred hat dir viel mehr machen können als CDD in diesem Fight. Kindred gerade dann gut, wenn du vorne bist, wenn du eben chasen kannst. Ja, und auch dass Double Lift nicht viel machen konnte, ist ja auch klar, denn der ist ja direkt in die Zange genommen worden. Also da muss man sagen, eigentlich noch respektable 1200. Oh, das darf dafür nicht passieren. Inniptrid, jetzt muss ein TP-Play kommen, aber der Ward steht komplett jetzt schlecht. Jetzt ist das Double Ultimate Knock, aber wo ist das Follow-up? Jetzt kommt Honza rein, schöne Valkyrie drüber. Er ist dran an Stixey. Und da vorne aber die Kindred Ultimate trotzdem Double Kill hier für Double Lift. Und Xvitty ist auch low, die räumen jetzt auf. Und da ist es Futsch hier, eine Menge vom Baron Powerplay, trotzdem Darshan jetzt. Wie lange kann der noch überleben? Poppy ist zäh, aber auch Poppy fällt und damit ist es das Ace. Ganz stark gemacht hier vom Team Solo mit. Und bei CLG fehlt in diesem Moment die Aufteilung im Fight. Die war nicht optimal. Stixey war da ziemlich auf sich gestellt. Hohen Ersten, hier mal drauf achten gleich. Die 1 gegen 1 Situation zwischen Corki und Caitlyn. Die ist wirklich klasse, weil Caitlyn quasi das Maximale rausholt hier. Dodge da eine Ultimate, das ist maximale Effizienz, aber dann Hornzer mit dem Flash eh und dann ist da keiner, der dafür impieren kann. Poppy kommt jetzt erst dazu, da ist die komplette Party schon vorbei. Ja, die Letzten werden die Ersten sein. In diesem Fall wirst du allerdings der Letzte einfach tot sein. Keine Chance, hier nochmal einen Kill zu holen. Schön gemacht dann auch nochmal hier von Double Lift, der da die Distanz wieder aufbauen kann. Schöner Fight jetzt hier von TSM. Man muss sagen, der TP-Play ein bisschen weit weg gewesen, aber sie haben das einfach im Teamfight deutlich besser umsetzen können. Und da sieht man einfach, warum Teleport so ein mächtiger Summoner-Spell ist. Und ja, viele haben ja gesagt, nachdem man TP ein bisschen genervt hat auf den Türen, ah, da wird gar nicht mehr spielbar sein. Ja, nee, Pustekuchen. Wann teleportierst du denn schon auf den Turm, wenn nicht gerade in der Laning-Phase? Am Ende stehen nicht mal mehr die Türme. Und man sieht es ja auch einfach. Teleport-Plays sind einfach so stark. Wir haben den Schaden und Stixey hat hier einiges angerichtet. Ja, aber also wirklich, er hatte hier, eine überragende Situation. Er musste natürlich erst seinen Hurricanes quasi sinnlos einsetzen, weil er auf Corki gehittet hat. Aber das hat er super gemacht. Also wenn du hier Corki aus dem Teamfight rausverkühren siehst, dann weißt du, dass der AD Carry seinen Job der 1 gegen 1 wirklich gut gemacht hat. Sollte da eigentlich in der Lage sein, diesen Fight eher zu dominieren, wenn er eben seine Spells trifft. Aber es war ein klasse Sidestep. Ich bin da immer noch, ehrlich gesagt, ein bisschen gehypt drüber. Und da hat sich jetzt hier für die Quecksilberschärpe entschieden, weil er sagt, du, okay, so kann es nicht weitergehen. Und das, obwohl er eine Morgana hat, da muss einfach nur sich auch so ein bisschen fragen, vertraut der Typ mir eigentlich? Ja, aber es ist halt auch so eine Cooldown-Geschichte, ne? So eine Cooldown-Geschichte. Auch das Black Shield hat nicht gerade die kürzeste Abklingzeit. Und insofern denke ich, ja, du sagst es, doppelt hält besser. Kann er sich auch erlauben, denn auch Double Lift hat sich für die Quecksilber-Sharp entschieden und das ist momentan einfach so oft essentieller Bestandteil. Man baut es dann relativ. Oh, die Kalista Ultimate, guck mal, die Stirn. Oh, was war das denn? Der Flash. Und dann aber Ui mit dabei. Double Lift. Kriegt ihr den Schaden von Ui? Wird das Ganze reichen, das Heal? Und Smitty nochmal. Double Lift, das ist der Shutdown. Wo ist denn Kragas? Der kommt jetzt erst dazu. Das ist der nächste Mann. Yellowstar, keine Chance hier. Double Kill. Und das nenne ich mal einen Re-Engage. Nachdem man Darshan hier alleine erwischt hat, kommt sie. Oh, doch, das ist jetzt hier gefährlich, aber da steht Corki, kann das Ganze zone. In dieser Situation aus Sicht von TSM nicht genug Follow-up da gewesen. Na, man hatte den Top-Laner geholt, das ist gut, aber die TPs, wir sagen es immer wieder, sie waren wieder ab. Und obwohl TSM diese Situation engaged hat, war man auf einmal in einer Unterzahl-Situation. Das darf nicht passieren, da muss das Team schneller rotieren. Das aber auch einfach klasse von CLG. Ja, also da gerade Hornzer oft nicht rechtzeitig bei seinem Team. Aber er hat natürlich in der Situation auch kein TP. Er muss zu Fuß gehen, der Kragas ist fett, der braucht ein bisschen. Aber gerade dann ist es ja umso wichtiger nochmal, ja, ein Auge auf das Team zu haben. Gibt dir vollkommen recht, aber es sind natürlich auch immer Teamentscheidungen. Also das ist natürlich da schwer. Da müssen sie besser kommunizieren, wenn sie sagen, wir engagen unten, da muss sich da der dicke Mann mit seiner Wampe schon mal auf den Weg machen. Hier sehen wir es nochmal. Fakt ist, er ist zu spät. Kragas ist also jetzt oben auf der Minimap und hier moved er jetzt langsam runter. Ne, er moved noch nach oben. Dann kommt der TP. Das ist halt zu spät. Darshan mit einer schönen Ultimate gegen Double Lift hat unglaublich viele Schwerter. Er hätte sogar fast noch überlebt. Ne? Das ist eine Dreistigkeit, weil er halt immer noch nicht rausgezogen hat. Ich weiß nicht, worauf Double Lift da gewartet hat. Vielleicht hat er das Rausziehen vorher schon raus. Ich habe es ehrlich gesagt in diesem Fight jetzt nicht sehen können. Spiffy mit einem schönen Execute da, wird seiner Rolle als Kindred hier natürlich auch gerecht. Und ich muss sagen, das sieht gerade wieder verdammt gut aus für CLG, die jetzt hier mit Poppy immer noch einen TP abhaben, um gegebenenfalls den TP von Kragas diesmal auch zu countern. Oh, interessant, das Kommando-Banner. Und das gefällt mir sogar sehr, sehr gut, weil wenn man mal guckt, so viel magischen Schaden, ja, dann müsste halt Double Lift jedes Mal kommen, um dieses Kommando-Banner dann
zu entfernen. Ja, da hat Corki, Nidali und so, die haben da nicht ganz so viel Spaß mit. Ist auch das erste Mal quasi in die Meta gekommen, als Corki gerade gereworked wurde und man festgestellt, hoppala, der macht ganz schön Damage. Das war ja nicht von Anfang an so. Oder dann erst hat man gesagt, ey, die Valkyrie, ja, nett und schön, aber ich will da gar nicht rein. Am Ende hat man da ein bisschen gemerkt, dass der Schaden von diesen Champion wirklich exorbitant hoch ist. Und da ist das Kommando-Banner eine gute Antwort drauf, weil die Auto-Attacks von Corki zum großen Teil ja auch magischen Schaden machen. Ja. Nochmal zu Quecksilber-Chef, was ich eben noch sagen wollte, ist es essentieller Bestandteil, weil, und da kommt es jetzt gerade, so schnell ausgebaut wird und damit einfach als seit dem Rework als Lebensraub-Item mit Oh, Sassana jetzt geht's ja nicht. Und jetzt bin ich gespannt. Kalista, diesmal, ja, Speere sind drin, E ist ab, das ist die Logik dahinter, die habe ich eben kurz vergessen. Jetzt geht man hier rein und der Nash ist weg. Wow, das geht ziemlich zügig. Aber Poppy kommt von oben. Ui, die Ulti ist schon gezogen. Und das Gragas was, Black Shield of Stixey, das hat man schon mal nicht mehr. Ui, nochmal muss ins Stundenglas gehen. Wie will man aber reengagen? Darshan ist oben mit dabei. Sie drehen alle auf Darshan ab. Und jetzt reicht das hier vom Schaden her. Doublelift bekommt Darshan. Aber nein, da steht muss noch. Man aufpassen, da muss man richtig aufpassen. Kate, der kann doch noch rein. Es hängt hier mit Stixey, der ist jetzt alleine vorne. Caitlin. Und da haben sie wenig Leben. Stixey, wie aggressiv willst du da übers Pit? Rechts rüber ist er gegangen. Oh, der TP wird nicht durchgehen. Oh, doch, kein Blutschild geht rein. Oh, der geht durch, der geht durch. Smitty macht nochmal die Crux. Hat jetzt Double Lift vor sich. Der kriegt eine ganze Menge Schaden. Dann ist die Kalista-Ulti da. Und jetzt der nächste Flash. Wenn da jetzt noch jemand rankommt, dann wäre das natürlich ganz stark. Kommen sie aber nicht. TSM zieht sich da noch raus und hat hier, ja, die 1000 Gold. Eingeheims ein Mann verloren für den Baron. Ein guter Tausch für sie. Oh, Kate in diesem Fight nicht ganz so stark wie in den letzten. In der ersten Phase gutes Positioning und sehr defensiv. In der zweiten Phase für mich nicht aggressiv genug. Hat er zwar beide Summoner-Spits am Ende benutzt, allerdings relativ spät und ist, glaube ich, mit dem E einmal defensiv gegangen. Ich hoffe, wir sehen ja gleich nochmal die Wiederholung. Trotzdem hier ein sehr, sehr spannender Fight, weil man die ganze Zeit die Situation hatte, okay, Poppy auf der einen Seite. Ui hat das hier einmal schön gemacht mit seinem Stundenglas. Also erstmal sehen wir hier den Engage. CLG hat Poppy jetzt quasi auf der oberen Linie, aber Kragas kann unten halt eben genau dasselbe machen. Ui muss dann früh in die Ultimate jetzt hier drauf achten. Er macht sein Schild, geht dann ein Stundenglas und timet das halt so, dass er das Schild kriegt, wenn er rauskommt, beziehungsweise während er drin ist. Poppy kann oben nur eine Ein-Mann-Ultimate setzen, das ist nicht genug. Kann dann allerdings dafür sorgen, dass Corki hier nochmal viel, viel Schaden kriegt. Und jetzt hat man einfach die Situation, dass man mal sieht, wie viel Schaden so eine Kindred halt eben machen kann. Ich glaube, da war noch ein Red Smite im Spiel. Ja, und die zweite Phase des Fights sehen wir ja nicht. Allerdings war die auch extrem spannend. Also da können wir vielleicht in der Analyse-Ecke nochmal zum Replay-Modus greifen. Während wir jetzt sehen, dass TSM natürlich mit diesem Nash-Buff jetzt Druck auf den Tier 2 Midlane-Turret ausüben will. Ja. Klar willst du natürlich dann den Druck machen. 66,6 Gold gerade bei CLG, TSM. Noch hinten. Wie gesagt, Betonung auf noch. Wenn wir mal so ein bisschen aufs Late Game schauen, Johnny, was kannst du uns über das Late Game Potenzial der beiden Teams sagen? Puh, es ist wirklich schwer einzuschätzen, weil Nidalee hat hier sich für keine scalende Variante entschieden. Das heißt, sie wird hier eher ein bisschen abfallen. Allerdings ist man mit dem Kristallzepter echt relativ gut dabei, verbunden mit dem Stundenglas. Ich glaube trotzdem, dass Kindred gerade dadurch, dass sie so stark im Spiel sind, schon einige Stacks wahrscheinlich auch auf ihre eigenen Passive gesammelt haben, wird deutlich effektiver wird. Auf der Toplane tut sich da nicht allzu viel. Kragas kommt hauptsächlich über den Base-Damage, wird dann halt einfach nur noch immer tankiger und tankiger werden. Dasselbe gilt für Poppy. Mit Dane fällt es mir schwer, ein AP Echo einzuschätzen. Er hat jetzt Fluch des Lichts. Da wird als letztes wahrscheinlich nochmal ein Rabadons kommen. Das wird schon nochmal ein starker Power Spike. Aber auch ein Corki. Das Scaling auf der Ultimate von ihm ist einfach absolut pervers. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass er im Late Game auch noch richtig Bums dahinter hat. Ja. Also ich denke, da sind sie beide relativ ähnlich. Das kann man festhalten. Was für mich aber einen Unterschied machen kann, ist eben, und wir haben es jetzt in diesem Spiel einfach so oft gesehen, diese TP-Summoners, oh. Ohuhi, hier mit der Kuppel, wilder Kampf, jetzt kommt Darshan, schwingt den Hammer und hat er da, ja, er hat Doublelift getroffen, jetzt mit Svenskeren, der flasht, Yellowstar und da kommt CLG von oben mit rein, Corki flasht sogar Packet. Noch, trifft hier das Binding auf Svenskeren, so kurz ist es drauf, Braum Ultimate schon mal weg, Darshan mit dem Flash zurück. Rein in Stundenglas, Svenskeren, abgeräumt von Hui. Und jetzt nochmal über Yellowstar zurück. Yellowstar ist low, Hui. Da war es das um ihn geschehen hier. Shutdown. Aber der Kampf, ja, neigt sich hier im Ende zu. Wir haben das 3:1 für CLG.
stark gekämpft, wirklich. Auch von Ui, dass er da mit dieser Kuppel gearbeitet hat, wusste, das Team kommt. Und natürlich auch entscheidend Dash mit der Ultimate, das Double Lift, der erst wieder später zum Kampf dazugekommen ist. Trotzdem CLG hier mit einigen kleineren Missplays, aber es spielt keine Rolle. Ihre Comp ist in Teamfights einfach deutlich stärker. Das stimmt. Das merkt man ja immer wieder. Hui nach seinem Sohn erst nicht von der Kindred Ultimate empfangen worden. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hätte da vielleicht noch überleben können. Smithy kam da nicht in Range, aber hat sich auch nicht wirklich dahin bewegt. Man kriegt jetzt hier zwei Inhibitors quasi. Und das ist natürlich schon ein deutlicher Vorsprung. Nicht in Gold, allerdings eben in Pressure. Und die wird sich dann halt auch nochmal in mehr Objectives umwandeln lassen. Das ist natürlich auch mal so ein Punkt, ne? Mit so einer Poke-Comp in Teamfights. Da ist es natürlich, wie du schon gesagt hast, eine Kindred einfach deutlich besser als eine Nidalee. So, wir sehen sie jetzt nochmal. Also, Xmiffy machte diesen Fights einfach sehr, sehr, sehr viel. Der Snare auf seinen Scan ist aber auch einfach klasse, ne? Da hast du einen guten Follow-Up-Möglichkeit. Jetzt sehen wir, dass Dash da rausfällt. Das ist wichtig, damit er nicht noch mehr Schaden kriegt. Afrumu wird hier quasi fast weggehauen. Und jetzt Hui geht hier gleich ins Stundenglas. Und ja, da ist dann einfach Kindle noch weit weg, bewegt sich jetzt hier hin, macht dann die Ultimate einen Ticken zu spät, aber für Afrumu reicht es halt eben noch. Das war wichtig. Und da sieht man halt immer wieder, dass diese Kindle Ultimate einfach Fights komplett entscheiden kann. TSM macht jetzt das einzig Richtige, sie gehen für eine Trap. Afrumu nimmt eine ganze Menge Schaden. Er hat sich nochmal für einen Mikaels entschieden, also nochmal eine Variante mehr für diese Quecksilberschärpe und den Black Shield bei ihm, um hier CC zu verhindern. Hat man jetzt die Braum-Ultimate für investiert. Auf der anderen Seite musste man nicht ziehen, aber Morgana muss natürlich in die Base. Also er kriegt hier immer mal wieder was ab. Hat sich hier für Mikaels entschieden. Also doppelt, dreifach, alles vierfach. Hält einfach doppelt, dreifach besser. Ja, ne, man kann nicht genug Schutzschilder haben gegen TSM. Du minimierst damit halt auch genau die Teamfight-Chancen von TSM. Also sie sind ein bisschen natürlich darauf angewiesen, dass jeder da hier den CC macht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, du kannst ja auch so viel CC ist da gar nicht, was man da noch mit Mikaels QSS und einem Black Shield bearbeiten müsste. Das stimmt. Ja. Also da sind halt einfach Yellowstar, der da reingeschmissen wird und seine Passivarts und seine Ultimate. Allerdings gegen Knock-Ups ist es halt immer so ein bisschen fragwürdig. Ja, du kannst dich quasi davon befreien und dann abführen, kannst dann wieder flashen, / dashen, aber du wirst halt trotzdem für diese Zeit CC'd werden. Komme gleich, ja, da kann kommen, was will. Ja gut, aber das sind ja auch die Verlangsamungen zum Beispiel von Skeer mit dem Kristallzepter, der mit drin hat. Und auch man kann, die Speere. Die Speere von Kalista, die man da ziehen kann. Man hat die Möglichkeit auch nochmal das Black Shield dann einfach etwas freizügiger einzusetzen. Einfach um vielleicht mal nieder die Speer zu blocken oder es auf den Tank zu geben und nicht auf dem Carry, sodass der Tank halt keine Angst vor CC haben muss und reingehen kann. Auch das ist ja sehr, sehr wichtig. Naja, das sind alles Vorteile, die man da hat. Trotzdem ist CLG hier in dieser Phase einfach jetzt so überlegen in den Fights bis hierhin gewesen, dass es für TSM halt auch wirklich schwer wird, weil sie können sich hier den Fight quasi nicht mehr aussuchen. Sie können jetzt nicht bestimmen, wo sie hingehen und sagen, okay, da und da fighten wir, sondern sie müssten den Fight wahrscheinlich da nehmen, wo sie ihn kriegen, und CLG versucht sie mit einer Trap, aber hinten hat man die Vision bei Nash noch nicht ausreichend geklärt. Da müssen sie auf jeden Fall nochmal nachlegen. Das ist natürlich der Punkt, ne? Diese Teamfight sollte TSM zu den eigenen Konditionen wählen. So einen offenen Teamfight sollte CG mit der Combo eher gewinnen. Ja, natürlich spielt er immer vieles mit rein, Positionierung. Aber mit zwei Inhibs hast du halt eben, da wären dir einfach die Dinge diktiert. Da hast du selbst kaum noch eine Wahl. Und das sehen wir jetzt. Spotlane schon am Nexus-Töter. Kragas geht jetzt in die Base. Der hat natürlich den Teleport. Aber der erste Nexus-Töter, ja, unten sehen wir auch Ben auf Command, haut da immer noch so ein bisschen rein. Der ist weg. CLG braucht nur Zeitschinden. Der erste Nexus-Turm, wie gesagt, das ist weg. Jetzt ist Hornster zurückgegangen. Der hat TP. Und man entscheidet sich dann, an den Baron zu gehen. Stixel kassiert hier den Speer. Das ist natürlich unangenehm. Kann sich da ein bisschen gegenregen. Kragas in der Base. Ne? Er hat hier nicht den Omgard-Buff, weil er gerade die Minions am Deffen ist. Darauf wartet TSM noch so ein bisschen. CLG kann ja immer noch abbrechen. Jetzt kommt der TP. Und aber geht man schön, natürlich raus. Genau richtig. Finde ich sehr, sehr gut. Aber man übernimmt den jetzt 6000 auf oh, der aber Uhr. Warum jetzt? Die Poppy-Ultimate. Ja, Lust halt schon mal raus. Dann geht es nochmal weiter. Es wird Skeere im Stundenglas. Aber Kalista Ulti kann ihn wieder reinbringen. Mittendrin ist Kill Yellow Ulti wieder raus. Geschichte. Yellowstar schon mal weg. Und jetzt der Schaden. Ui im Stundenglas. Yellowstar. Hornster mitten im Getümmel. Und Yellowstar kommt auch wieder raus. Es wird Skeere da Platz. Da ist es tot. Und das ist, das darf nicht passieren. Ohne AD Carry kannst du hier nicht gewinnen. Der sind alle low. Der Nexus ist angegangen. Björksen. Der Nexus ist schon fast low. Björksen, was macht der denn noch da? Der hat noch einen Gear. Der will aufräumen. Der will aufräumen, aber man muss auf die Basis aufpassen. Darschen! Hat er noch was? Oh, der hat die Passive noch. Und jetzt gegen Köster, klappt nicht gegen die Wand, klappt nicht gegen die Wand. Der trifft auch. Aber er läuft, der gibt mir erst die Valkyrie. Nexus Half-Life, der ist da noch rein. Oh, das muss er angreifen. Das war die Basal, die Williams. Die Williams holen das Ding.
Das reicht doch tatsächlich. Was ein ehrenloser Sieg. Das ist einfach der Wahnsinn. Winions holen hier das Ding. MVP damit auch schon mal bestimmt. Und guck mal, wie die von der Bühne hetzen hier. CLG holt sich das Ding. Da merkst du, manchmal musst du nur auf Zeit spielen. Ne? Aber auch ein chaotischer letzter Fight hier. Werden sie durch die Gegend gewunken, biegen da noch falsch ab. Aber im Team, da haben sie im Spiel richtig abgewogen. Einmal zum Nash, einmal da eine Runde baiten. Lange, lange fighten. Und sehr im Nachhinein muss man sagen, Corki, der Chase. Naja, das Ding ist, wenn er Corki sieht und dann Poppy sieht und dann Record, dann hält Poppy ihn auch auf. Also es fällt mir da schwer, jemanden einen Vorwurf zu machen. Am Ende CG aus meiner Sicht mit der stärkeren Teamfight-Comp einer sensationellen TP-Flank-Aktion. Das reicht dann schon. Ja, in meinen Augen hätte man den Baron nicht übernehmen sollen, sondern ihn resetten sollen. Wobei natürlich CG das wollte, sie wollen ja einen TP ziehen. Naja, aber wenn du ihn nicht anfängst, dauert der Fight noch länger. Ne? Weil dann gehen die auch nochmal raus. Es ist einfach der Spiel gegen die Zeit, eine sehr enge Situation. Im Endeffekt muss man sagen, CG... Die Poppy holt war auch gut, aber auf der anderen Seite Callister holt Braumstein wieder zurück. War ein knapper Kampf, ja, am Ende auch Positionierung der AD Carries. Das wird unsere Analyse-Ecke nochmal genau aufs Korn nehmen. Ja. Wir haben hier das L-Klassiko der NALCS im Best of 5, das heißt, das war's noch nicht. Für euch auch nicht, Hashtag LCSG auf Twitter, freuen wir uns auf eure Einsendung. Winions. Winions und entlassen euch damit in die Pause.